Moin Leute und herzlich willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal, denn heute sind wir wieder in Minecraft unterwegs und wie in der letzten Folge gesagt, bin ich wieder zurückgegangen und ihr seht schon, ich habe noch das ganze Zeug im Inventar, was wir erstmal wegtun sollten, bevor wir das Ganze hier verlieren. Natürlich hier die beste Sache, was wir gefunden haben, eine Goldhose, die, ja, für immer an mich dran bleibt, sobald ich die anziehe und Leute, was soll ich sagen, ja, besser nicht, ne? Aber ansonsten würde ich sagen, was Daniel trotzdem eine gute Reise. Wir haben TNT, auch wenn ich jetzt nicht genau weiß, wofür wir jetzt TNT brauchen. Aber wir haben TNT, Leute. Das ist doch egal, wofür wir TNT brauchen. Hauptsache, wir haben TNT. Aber uns fehlen Kisten. Hier, Kisten. Plante ich erstmal hier wieder hin. So, und wir haben eine Schatzkarte. Sehr schön. Gut. Genau, was machen wir diese Folge? Das ist jetzt natürlich die Frage. Was mir letztens tatsächlich mal aufgefallen ist, was wir hier noch nicht haben, was mich stutzig macht oder nachdenklich, wie auch immer. Okay, wir brauchen auch wieder Essen. Okay, jetzt bin ich nicht rausgegangen. So. Und zwar, vielleicht hört ihr es auch schon im Hintergrund, wir haben ja Tiere, aber kein Stall. Sprich, es wäre eigentlich doch mal ganz legitim oder eigentlich mal ganz nett, wenn wir mal für unsere Tiere mal ein richtiges Zuhause machen würden und nicht diese 5 Quadratblöcke, was sie dann als Zuhause bezeichnen können. Dann ist natürlich auch wiederum die Frage, okay, wo können wir denn, ich sag's mal, einen Stall bauen, wo es Sinn machen würde? Und ehrlich gesagt, weiß ich das noch nicht. Ich weiß nur, dass wir uns mal so eine Art Stall bauen sollten, aber ich weiß nicht, wo. Und die bräuchten mal echt Kühe. Oh, seht ihr das da hinten? Also, da hinten ist auch ein Bienennest. Also, hier sind verdammt viele Bienenneste. Krass. Oh, ne, ich sehe keine Kühe. Keine Kühe. Mensch. Müssen wir echt mal eine kleine Tour machen, um mal zwei Kühe zu haben, oder was? Da sehe ich das gerade richtig. Offensichtlich, ja. Keine Kühe. Uns verrecken nicht. Ne. Egal, gut, ich schweife ab. Genau, das ist unser Plan für heute. Wir brauchen einen schönen Platz für unsere Viecher. So, aber erstmal brauche ich auch wieder Essen. So. Ich weiß, die bringen zwar nur so halb, aber besser als nichts, oder? Besser als nichts. Obwohl nichts da schon sehr rankommt. Gut. Dann würde ich sagen, fällen wir mal hier die Bäume, denn Rohstoffe brauchen wir auch. Auch wenn das Projekt, wir bauen einen Stall für unsere Tiere, wahrscheinlich auch ein paar Folgen dauern wird. Aber wenn wir es mal haben, dann ist das doch ganz schön. Okay. Ich hoffe, vielleicht noch Setzlinge. Denn Setzlinge sind wertvoll. Ah, oh, schon ein Setzling. Okay. Schon mal dahin, bevor ich das hier vergesse. So, jetzt bauen wir dich hier auch ab. Ich meine, das Gute ist jetzt halt auch wiederum, ne, also wir haben ja schon eine Eisenrüstung. Das haben wir vor 2, 3 Folgen ja uns schon grindet. Dementsprechend, das ist das Ding. Falls jetzt, also wir können irgendwann mal auch tatsächlich mal auf Monsterjagd gehen. Was ich halt tatsächlich sehr enttäuschend fand, wir haben keinen Braustand gefunden. Ne? Wenn man so ein Dorf findet, manchmal haben die ja so eine Kirche und in der Kirche gibt es einen Braustand. Und diesen Braustand hätten wir gebraucht, denn dann können wir nämlich uns Schwächetränke machen. Und mit Schwächetränke können wir uns dann ein Villager-Zombie wieder, ich sag's mal, umpolen. Ne? Also in unsere Sekte wieder zurückführen. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Aber das Ganze ist leider fehlgeschlagen, würde ich sagen. Also das fand ich, also wir haben zwar Dörfer gefunden und so, aber halt leider kein Braustand. Das ist einfach wirklich sehr, sehr, sehr schade. Aber egal. So, jetzt haben wir hier die Bäume schon mal gefällt. So, also was ich überlegt hatte, war, dass wir die Tiere eher hier so, weil hier ist ja eine relativ gerade Fläche, ne? Ich sag's mal relativ, dass wir hier anfangen, die ganze Fläche frei zu machen. Dass wir da drüben ein bisschen Erde aufstocken, dass wir es ein bisschen begradigen, dass man dann hier so viel Fläche hat. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ich fange einfach mal an. Ich meine, das werdet ihr dann irgendwann sehen, wie das Ganze aussehen wird.
Aber auf jeden Fall viel Platz für unsere Tiere. Dann können wir nämlich auch die Tiere richtig gut züchten. Und ja, dann fehlen uns nur noch Hühner, Kühe. Fehlt uns sonst noch was? Ja, Kaninchen oder sowas, aber Hunde, Katze, aber egal. Kühe sind wichtig, wir brauchen Bücher, wir müssen verzaubern können. Wir brauchen ja auch ein Buch, um irgendwann später auch mal einen Zaubertisch zu machen, ne? Naja, das ist also das Problem, Leute. Wir haben einfach keine Kühe, keine Bücher. So. Wir müssen uns erstmal gleich eine neue Axt machen. Wir haben auf jeden Fall gleich sehr, sehr viel Holz übrig. Aber wenn wir jetzt hier gleich eine freie Fläche haben, dann könnt ihr vielleicht euch auch vorstellen. Ne? Große freie Fläche ist doch schön für die Tiere. Ich meine, später irgendwann in Folge, keine Ahnung, 200 oder sonst irgendwas, wie lange das dauern wird, schätze ich mal, wird das sowieso alles relativ begradigt sein hier oben, dass wir dann hier wirklich schön bauen können. Aber erstmal, ich sag mal so, wir machen hier zwar eine Tierfarm, aber die Farm ist jetzt nicht overkrass, die wird einfach erstmal funktionell sein, viel Platz und ja, irgendwann wird das hoffentlich alles mal hier schön aussehen. Da kann man auch mal stolz sein auf unsere Welt. Ich bin jetzt schon stolz, ich meine, wir haben ein schönes Plätzchen gefunden und generell läuft es ja gut hier. So, aber zuerst gucke ich nochmal da drüben, ob irgendwas gedroppt ist, Setzling oder sonst irgendwas. Da war so ein Stück Holz. Okay, wir haben einen normalen Baumsetzling. Das ist schon mal gut. Dann, ja, den normalen Baumsetzling setze ich oben wieder hin, weil von denen haben wir auch tatsächlich einfach sehr, sehr wenig. So, hier können die Bäume bleiben. Hier die zwei können auch bleiben. Oder die drei, eher gesagt. Das fängt erst ab hier an. Und platzieren. So. Genau, hatte ich hier. Ja, es geht hier schon weit raus, ne? Also hier ist ein Schwein. Du sollst eine Kuh sein, kein Schwein. So. Ist halt die Frage, wie weit wird das später hier gehen? Ich würde sagen, bis hier wird später sowieso das dann sein. Also kann man hier auch eigentlich auch mal auf der Ebene das alles wegholzen. So. Naja. War klar, okay, ich schau mal kurz ein bisschen Cobblestone in Hoffnung, dass wir noch was haben. Aber eigentlich sollten wir noch was haben. Und was ich eben gesehen hatte, da drüben ist unser Schneebiom. Da können wir in irgendwelchen anderen Folgen mal darüber reisen, so gesehen. Uns Schnee besorgen. Und durch den Schnee können wir es dann Schneemänner machen. Das ist wiederum auch ganz cool. Cobblestone. Okay, hier, Cobblestone. Gut, lassen wir erstmal. Ah, haben wir noch eine Steinakt. Okay. Gut, haben wir zufällig. Nein, haben wir nicht. Okay, dann mache ich das einfach direkt hier, weil wir brauchen eh viele Äxte. So. Dann weiter geht's. Und Essen nehmen wir auch mit. Davon haben wir nicht mal so viel. Ey, was soll denn das? Essen. So. Es wird wohl gleich Nacht. Offensichtlich. Aber erst zu Ende essen und. Boah, das ist ja so klar, dass wir jetzt hier das Essen dafür nicht bekommen können, ne? Muss ich extra einen Erdblock wegmachen. Aber egal. So, genau da hinten hatten wir angefangen. Das Ganze abzuholzen. Nehmen wir die ganzen Items hier mit, wollen ja nichts verschwenden. So. Dann gehe ich aber gleich schlafen, denn man möchte ja auch nicht gestört werden von Monstern, wenn man hier versucht, Terraforming zu betreiben. Genau. So. Ich gehe auch, also, ne, ich denke ja sehr, sehr gerne in die Zukunft und ich denke tatsächlich auch, wenn ihr vielleicht noch wisst, wo unser, ich sag's mal, Farming-Station da ist, also da oben auf dem Hügel, ne? Ich schätze mal, später wird das da auch irgendwann wegkommen. Und dann wird da oben, diese Farming-Station, wird dann eher unser Haus stehen. Weil es ist so erhöht und da würde so ein Haus eigentlich ganz gut sein. Aber
Irgendwann, Leute. Irgendwann. Ich rede so viel über die Zukunft, obwohl wir manchmal ansatzweise soweit sind. So, jetzt noch den Baum hier. Ja, weiter. So. Ja, und jetzt. Es ist dunkel. Ich habe Angst. Deswegen gehen wir ganz schnell ins Bettchen. So. Genau. Das Bett war zu weit entfernt, Leute. Sorry. Zwei Blöcke zu weit, oder was? Aber egal. Weiter geht's. Weiter geht's mit unserer Terraforming. So. Eieieiei. Es ist Tag, mein Freund. Es ist Tag. Komm her. Ha, konnte gar nichts. Okay. So. Na, man wird auch hier immer wieder überrascht. Das ist wohl leider wahr. Okay, da ist noch ein Skelett. Ist er alleine? Oder ist das jetzt den Hinterhalt von denen? Ich glaube, das ist alleine. Ja. Optimal. Level Farming. So, okay, die Bäume können auch hier weg. So. Sehr schön. Aber ich sehe schon, wir müssen irgendwann richtig viel Erde irgendwo abtragen, damit wir hier unseren Berg begradigen können. Lol, hier ist ein Durchgang. Auch nicht schlecht. Okay. Genau, das verschwindet alles hier. Oder hast du ne, Kontakt zu irgendeinem Baum? Habt ihr nicht? Okay, ihr verschwindet die Blätter. So, genau hier, die kommen auch weg. So. Man muss auch immer, also ich versuche immer zu überlegen, okay, welche Bäume kommen weg, welche nicht, weil ich will auch nicht zu viel wegmachen. Weil generell soll das ja schon natural aussehen, die Bäume, rundherum. Dann soll sie aus dem Naturwald dann unsere Festung herauskommen. So, mal überlegen. Mhm. Mhm. Also wenn ich jetzt mir jetzt so eine gerade Linie jetzt mir so vorstelle, oder relativ gerade, dann würde es hier so gehen und der Baum ist auf jeden Fall auch im Weg. Ja, das würde ich auf jeden Fall sagen. So. Dann würde ich aber sagen, dass der Baum aber bleiben kann, der daneben, sondern dass wir den erstmal nur wegmachen. So. Aber die Blätter müssen entfernt werden. Ich habe eine Kuh gehört. Da ist eine Kuh! Da ist eine Kuh! Nein, nein, da ist eine Kuh. Leute, help, 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 help! So, erstmal hier die Blätter trennen. Ja, Kuh, ich weiß. Ich komme gleich holen. Alles super. Keine Bewegung. So, ich brauche Weizen, ich brauche Weizen, ich brauche Weizen, ich brauche Weizen. Weizen, Weizen, Weizen und ich brauche Zäune. Weizen und Zäune. Weizen und Zäune. Nee, das ist... Wir haben eine Kuh, Leute. Es sind zwar noch keine zwei, aber wir haben eine Kuh. Ich bin gerade voll... Oh mein Gott. Also so richtig, oh mein Gott. So... Genau, ihr könnt und so. Sehr schön. Gut, okay, jetzt brauchen wir noch Zaun, dann saven wir uns die Kuh einfach direkt dort. Nice, Leute, wir haben eine Kuh. Jetzt brauchen wir noch eine Kuh und ich bin absolut zufrieden. So. Gut, sie wird ein kleines Gehege für die Kuh, aber sollte reichen. So. Komm her. Komm her. Wo bist du? Wo bist du? Mumu. Mumu zu mir. Okay, hier. Genau. So. Wo sind deine Freunde? Das ist jetzt ein Verhör. Wo sind deine Freunde? Sag's mir. Schau mich nicht so blöd an. Schau mich gerade an. Sag mir, wo deine Freunde sind. Sag mir, wo deine Freunde sind. Die Kuh weiß nichts. Egal. So. Nein, du bleibst hier.
Du bleibst ganz schön hier. Du hast ja. Du bist der Glückliche und hast ein Quadratteil. So. Ja, ich hatte ein Zaunstück zu wenig. Egal. Wir haben eine Kuh, Leute. Ja, Mann. Aber du bist auch nicht alleine unterwegs. Es klappt hier doch keiner. Wo ist denn die andere Kuh? Wo ist die andere Kuh? Ja. Okay. Aber trotzdem top, Leute. Das ist eine richtig gute Nachricht. Das ist verdammt gut. Und auch verdammt wichtig. Okay, dann machen wir hier auch noch weg. Leute, wir haben eine Kuh. Es ist unglaublich, wir haben eine Kuh. Das hört sich so banal an, aber das ist einfach absolut wichtig. So. Dann bauen wir hier nochmal weiter ab. So. Und unser Baum ist hier auch gewachsen. Wunderbar. So. Okay, Leute, ein Blick auf die Uhr und mir ist schon klar geworden, dass wir schon wieder am Ende sind mit der Zeit. Und ich würde sagen, bei dieser guten Nachricht, dass wir jetzt endlich eine Kuh haben, können wir auch verbleiben. Ich meine, besser kann eine Folge gar nicht enden. Ich meine, wir haben jetzt eine Kuh. Wir können auf jeden Fall uns schon mal Milch besorgen. Okay, einmal habe ich noch nicht hier. Aber wenn wir eine zweite Kuh haben, da haben wir ganz viele Kühe. Jo. Egal, Leute. Bevor ich hier weiter eskaliere, weil ich jetzt eine Kuh habe, würde ich jetzt einfach mal sagen, wir sehen uns zur nächsten Folge wieder. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch bitte einen Daumen nach oben da. Und ich würde mal sagen, wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Bis dann, euer Bombard. Ciao.